Jetzt brechen wir auf, jetzt kommen wir an, in Afrika, in Mbeza. Der Kanal direkt vor uns, ein Kanal, wo irgendetwas Furchtbares passiert ist. Eine Explosion, schon wieder ein Geheimnis, das wir lüften müssen, schon wieder Abenteuer, die wir bestehen müssen. Wo wir dann ankommen in den afrikanischen Savannen, bevor wir einen den örtlichen Herrscher kennenlernen. Wo wir all die neuen Bevölkerungsgruppen ansässig machen können, deren Bedürfnisse kennenlernen, Waren für die bauen, Inseln abklappern. Mit Questketten uns konfrontiert sehen. So viele Abenteuer, so viele Geschichten. Direkt da vorne, direkt vor unserer Nase, vor eurer und vor meiner Nasenspitze. Was machen wir? Dieses Rätsel muss gelöst werden. Es gab hier irgendeine Explosion. Brennende Überreste eines Schiffes. Wollen wir das Wrack untersuchen? Nach der Mannschaft suchen? Oder Schiffsunterlagen anfordern? Wir rufen die Schiffsunterlagen ab, weil wir haben ja so viel Bier und Sekt an Bord. Ich kann nicht genau abschätzen, wie wahrscheinlich die Basiswahrscheinlichkeit ist, dass davon irgendwas klappt. Wir machen einmal auf Recht und Ordnung. Wir gehen zur Bürokratie. Bitte einmal die Unterlagen von der Kanalbehörde. Bitte, bitte, bitte. Die an den Kanaltoren postierten Offiziere sind offenbar zu beschäftigt, um sich an etwas Ungewöhnliches erinnern zu können. Zunächst beantworten sie die Fragen unseres Kapitäns bereitwillig, werden jedoch durch die Hartnäckigkeit seiner Fragen zusehends ungehalten. Schließlich bitten sie ihn freundlich, aber bestimmt auf sein Schiff zurückzukehren und zu warten, bis die Bergungsmannschaft den Kanal freigeräumt hat. Sollte eine Untersuchung erforderlich sein, dann werde sie von kompetenten und auch befugten Personen durchgeführt. Das wären wir nicht, wird behauptet. Wir haben es nicht geschafft. All diese Möglichkeiten, wir waren nicht geschwätzig genug, höre ich selten. Dass meine Redegabe nicht ausreicht, hätte ich bloß mehr Sekt gesoffen. Hätte ich mir bloß ein paar Bierchen eingepfiffen und keinen Kaffee und keinen Hibiskustee, dann hätten wir es vielleicht geschafft. Tut mir leid. Wir haben uns durch den Kalysmo-Kanal gezwängt. Wohin soll es jetzt weitergehen? In die Savanne? Direkt nach Mbeza? Oder vorher ein Abstecher noch? Zur heiligen Stadt. Auch das führt nach Mbeza. In die Savanne? Zur heiligen Stadt fahren. Beides führt nach Mbeza. Im Chat wird gemutmaßt von Doris, die heilige Stadt könnte die Heimstätte sein des heiligen Bullen. Der einzigen Gottheit, die ihre Transparenz im Internet dadurch beweisen kann, dass sie doch transparent ist. Die Ikone des heiligen Bullen. Sollen wir zur heiligen Stadt? Wir sind ja ein bisschen spirituell. Sollen wir zur heiligen Stadt fahren? Captain Kieber, würdest du zur heiligen Stadt fahren? Ja, unbedingt. Unbedingt. Marcel, du auch. Da müssen wir hin. Die Savanne würde... Ja, komm, wir fahren zur heiligen Stadt. Es herrscht Hochstimmung. -6 Moral. Moral sackt immer weiter ab. 58 nur noch. 58 nur noch. Wir sind kurz vor Erreichen des Zieles. Das ist das Ziel. Wir sind fast da. Schaut mal. Da ist die Seestern. Fast sind wir da. Danke an Martin. Liebe Grüße an dich. Danke dir. 11 Monate hier. Ein paar Abo unterwegs. Danke, Martin. Wenige Augen. Also ich denke mir, gleich sind wir da. Gleich sind wir da. Wir können vorher noch ganz, ganz schnell diese letzten Sachen hier in Crown Falls erledigen, die wir machen wollten. Bei den Konsumgütern uns um Brillen kümmern und um Nähmaschinen war das. Und den Rest haben wir ja mittlerweile geklärt. Brillen und Nähmaschinen. Und wir stellen fest, bei den Konsumgütern Brillen gibt es so viele, Nähmaschinen weniger, dann kümmern wir uns mal um die Nähmaschinen. Ruinen soll es angeblich geben. Gibt es woanders so Ruinen? Nein. Ah, das ist, hier habe ich vergessen, eine Straße zu ziehen. Deshalb
in den Südzipfel ein kleines Problemchen. Das kann passieren. Wir kümmern uns um Nähmaschinen. Verbrauchsgüter. Wir haben 4 Fabriken. Schauen uns das mal an. Hier sind ganz viele. Hier ist ein Nähmaschinenproduktionscenter. Strom ist da. Stahl haben wir ja. Stahl, wir hatten eben schon was gemacht, wodurch wir mehr Stahl verbrauchen. Blick in die Zwischenprodukte. Stahlproduktion ist, geht so. Geht so. Müssen wir eventuell nachher auch nochmal nachhelfen. Wir brauchen auf jeden Fall eine weitere Nähmaschinenfabrik. Strom kommt mit Ach und Krach bis zu dem Zipfel hier unten hin. Ich glaube, wir müssen hier oben nochmal bauen. Und wir hier direkt neben die Stahlhütte hin. Eine Nähmaschinenfabrik. Passt die da überhaupt hin? Geht so. Nicht wirklich, ne? Nee, nicht ganz. Wäre aber ein schönes Fleckchen. Ich glaube, das machen wir. Die bauen wir da trotzdem hin. Passt hier eine hin? Auch nicht. Aber hier können wir tricksen. So. Und so. Das kann man auch umgekehrt machen. Die kommt dahin. Die kommt hier hin. Das passt doch. Hier ein Lager, da ein Lager. Noch ein paar Straßen dazwischen ziehen. Hier ein Lager, das schon ausgebaut ist. Also eine Nähmaschinenfabrik, einen weiteren Hochofen, wir kommen nicht drum rum. Passt hier auch ein Hochofen hin? Dann könnten die immer hier sich alles liefern. Ja, immer tricksen. Feuerwehr hier oben hin. Boah, ist das ein. Feuerwehr da oben hin und Straße ziehen, bitte. Na, also das ist witzlos. Oh Gott, die Expedition, schon wieder. Worum geht's? Wir müssen schon wieder um die Expedition kümmern. Vorher muss aber der Blick für ein bisschen Kultur erlaubt sein, oder? Gerade hier, das ist doch ein Stahlwerk. Ich wette, hier liegen jede Menge Stahlbarren auch rum, oder? Schaut mal. Hier liegen die Stahlbarren noch und nöcher. Lassen Sie sich nicht drehen. Jetzt. Ein Wasserturm dahinter. Damit das hier ein bisschen schneller auch läuft. Mit der Feuerwehr wird die auch angeschlossen. Mit Steinstraßen in alle Richtungen. Und jetzt hätte ich schon gerne hier in das Eckchen auch nochmal ein kleines Ornament. Einmal Tanks hier hin. Und hier in die Ecke ein Schuppen bitte. Und jetzt kümmern wir uns um die Expedition. Ja? Eine heilige Pilgerreise. Es gibt zahlreiche Geschichten über eine heilige Stadt und die heilige Pilgerreise, die Gläubige mindestens einmal in ihrem Leben dorthin unternehmen sollten. Gespannt legt ihre Besatzung an einem geschäftigen Hafen an, einem der wichtigsten Etappen auf dieser Reise. Als sie im kühlen Schatten der antiken Maschrabiyas durch die breiten Straßen flanieren, verraten die staubbedeckten Säume weißer Roben und feste Sandalen die frommen Absichten ihrer Träger. Fetzen schwärmerischer und aufgeregter Gespräche überzeugen ihre Mannschaft davon, dass sie diese heilige Stadt mit eigenen Augen sehen müssen. Als die Seeleute gerade die Waren eines laut rufenden Händlers durchstöbern, Nähmaschinen, frische Nähmaschinen, frisch von der Plantage, kommt ein Mann auf sie zu, der verzierte Waffen an seiner Seite trägt und auf dem Rücken. Maraban, meine Freunde, sind Sie auf Pilgerreise oder brauchen Sie Nähmaschinen? Ei, wir kommen von weit her, um die heilige Stadt zu sehen. Ja,
Stimmt ja auch, ist ja wirklich so. Er begutachtet die Mannschaft wohlwollend. Das Wadi ist ein gefährlicher Ort. Regenfälle und Badawi-Banditen gefährden die Reise. Ziehen Sie mit der Karawane dorthin, das ist sicherer. Ein so großzügiges Angebot können Sie nicht ausschlagen und schon früh am nächsten Morgen sind alle in die weißen Roben der Frommen gekleidet und schließen sich dem gleichmäßigen Tempo hunderter anderer Pilger entlang eines langen, ausgetrockneten Flussbettes an. Die Reise geht langsam, aber sicher voran. In Sicherheit voran. Und schon am nächsten Mittag erreicht die Karawane die heilige Stadt und löst sich allmählich auf. Wir schauen uns um, nach rechts, nach links und überlegen uns, wohin es als nächstes gehen soll. Wollen wir zum Tempel gehen, um die Pilgerreise gebührend abzuschließen? Vielleicht gibt es da frische Nährmaschinen, wer weiß. Wollen wir den Glauben der Pilger respektieren und stattdessen zum Souk gehen? Souk, Souk, was immer das ist. Wir gehen zum Tempel. Ich will etwas gebührend abschließen. Muss ich da Gebühren zahlen? Wenn ja, gehe ich da nicht hin. Wenn es gebührend frei ist, gehe ich da hin. Nein, ich bin kein Knickerbocker. Ich wette, ich hab einen Schatten in meiner Vergangenheit, in meinem Stammbaum oder vielleicht noch schlimmer war es gar ein Schwabe. Lass uns da hingehen. Lass uns die Pilgerreise gebührend hier abschließen, Leute. Soak, danke an Cardila, ist ein Markt bzw. ein Bazar. Danke dir. Auch den anderen, die das geschrieben haben. Wir gehen zum Tempel, Leute. Ein Pilger zu sein, erfordert mehr als nur weiße Gewänder anzuziehen. Der Versuch der Mannschaft, sich unter die Menschenmenge zu mischen, bleibt zunächst unbemerkt. Sie schließen sich den Betenden an, die einen gewaltigen, schwarzen, mit goldenen Details verzierten Steinwürfel umkreisen. Diese Prozession bewegt sich jedoch schleichend langsam voran. Die sengende Sonne macht die Seeleute allmählich durstig. Einer von ihnen entdeckt an einer Ecke des Platzes einen Brunnen und eilt sofort dorthin, um seine zur Schale geformten Hände in das frische, kalte Wasser zu tauchen. Ein Schrei der Empörung geht durch die Pilger in seiner Nähe und sie stürzen sich auf ihn, weil er das heilige Wasser beschmutzt hat. Dieser Vorfall erweckt Aufruhr in der Menschenmenge, die auseinanderstiebt und stolpert, sodass eine rasende Massenpanik entsteht. Schon wieder falsch gemacht. Hätten wir da bloß nicht draus gesoffen. Sollen wir versuchen, durch die Tore nach draußen zu gelangen oder lassen uns mit dem Strom der Menge treiben? Gegen den Strom oder mit ihm? Gegen oder mit dem Strom? Wie man's macht, macht man's falsch im Leben, oder? Wollen wir durch die Tore nach draußen gelangen oder mit dem Strom, gegen den Strom? Ich würde sagen, wir lassen uns mit dem Strom der Menge treiben, oder? Kaffeetante Wilma stimmt mir zu, wir kennen ihm ebenfalls. Zatras ist dagegen. Tore, ruft mir Dragonblade zu. Meinst du mit Tore? Diese Toren, die dummen Narren um uns drumherum, beschimpfe und beleidige nicht die anderen Leute im Chat oder die Gläubigen. Reiß dich am Riemen. Mit dem Strom, Inselblume, mit dem Strom. Komm, wir versuchen mehr. Wir lassen es mit dem Strom treiben. Ja, Don Blake. Faustikasse sind da beiden Öhrchen. Don Blake schreibt, lass dich mit dem Strom zum Tor treiben. Ja, sehr clever. Das geht nicht beides. Wir lassen uns mit dem Strom mal treiben und gucken, wohin. Mit, nein. Ach komm, ihr sprecht nur aufgeregt in vier Buchstabenwörtern. Wir lassen uns mal mit dem Strom treiben und hoffen, dass das gut ist. Trotz der scheinbar zufälligen Bewegung der Menge kommen die Seeleute schon bald an einer ruhigen Nische vorbei. Mit fester Entschlossenheit bahnen einige der kräftigeren Seemänner einen Weg durch den Strom und die Mannschaft stolpert in die Leere, wo sie übereinander stürzen, als der stetige Schub der Pilger plötzlich versiegt. Als wir uns umblicken, entdecken wir eine niedrigere Mauer, über die man klettern kann. Schon befindet sich die Mannschaft wieder auf den weniger überfüllten Straßen der Stadt und ist erleichtert, so erleichtert, gepriesen sei der heilige Bulle, dass wir ohne Blessuren aus dem Strudel entkommen sind. Preiset ihn. Alles gut gegangen, alles gut gegangen. Wir können die Reise fortsetzen. Nicht allzu viele Änderungen. Jetzt kommt der Zeitungsmann in diesem Augenblick. In diesem Augenblick.
erwische ich sie bei besonders guter Laune. Nein, das ist der falsche Augenblick. Weg da! Die freie Presse ist anscheinend auch frei von jedem Taktgefühl und jedem Timing. Das ist mir jetzt sowas von Schnuppe hier. Zurück, wo waren wir denn gerade? Das ist nicht einfach nur Aberglaube. Der letzte Schimmer der heiligen Stadt verschwindet in der Ferne. Wohin soll es jetzt gehen? Die Savanne wurde uns eben angeboten. Wir wollen da einen Bäser. Aber die Moral geht weg. Leute, jetzt mal im Ernst. Ab wie vielen Moralpunkten wird eine Reise abgebrochen? Gibt es da ein festes Limit? Wie viel haben wir bislang? 58 noch. Wann wird das abgebrochen? Bei 0, Captain Kieber. Du bist optimistisch. Marcel meint auch bei 0. Zellhoff, Matze, Montanus, bei 0. Seid ihr euch sicher? Vielleicht sind es auch 13 Punkte. Eine Unglückszahl oder irgendwas anderes. Nur bei 0. Bei 0 ab 10. Ab 10, jawohl. Was heißt denn jawohl? Wie kann man auf die Frage, welche Zahl mit jawohl antworten? Treib mich nicht in den Wahnsinn, Zellhoff. Bei 10, bei minus 0. Nur Rengafia, träum weiter. Wir machen mal weiter. Wir sagen, also 10 wäre okay. Wir machen weiter, Leute. Wir bleiben hier vor Ort. Wir geben so schnell nicht auf. Ich würde sagen, bevor wir zum Horn von... weiter die Gegend erkunden nach Embesa. Wir wollen die Gegend erkunden. Wir wollen alles rauskriegen. Die Neugierde treibt uns voran. Ich habe es vor Minuten, vor Stunden, vor Seemeilen, vor Hunderten von Seemeilen euch schon gesagt. Was treibt uns voran? Es ist die Gier nach Gold, es ist die Gier nach Macht, es ist die Neugier. Die treibt uns an. Das ist die Gier, die uns erfüllt. Ist die gesättigt? Meine Neugier ist nicht gestillt, Leute. Ich will die Savanne erstmal erkunden, bevor es weitergeht, zum Horn von Embesa. Einmal zur Savanne rüber. Nehmen wir alles mit, Kaffeetante Wilma, alles mit. Noch ist Bier da. Warum kommt eigentlich das Wirtshaus, wo wir eben Bier kaufen konnten und andere Sachen, warum kommt das am Anfang der Reise und nicht am Ende? Puh. Minus 6 Moral. Mann. Wann kommen wir endlich in Afrika an? Wann sind wir endlich da? Mann. Hier in Crown Falls haben wir eben. Wir müssen einen Moment warten, ja, alles weiter optimieren und gucken. Was können wir in Crown Falls in der Zwischenzeit noch machen? Wir hatten uns eben gekümmert um Stahl, alles okay. Kohle und Eisen werden importiert. Und bei den Konsumgütern hatten wir das Nähmaschinenproblem oder das Brillenproblem behoben. Eins von beidem. Nähmaschinen jetzt genug. Brillen. Das letzte. Hochräder. Angeblich immer noch ein Hochradproblem. Wir hatten aber eben auch Schiffe hier hingeschickt, Leute. Die haben wir noch nicht entladen. Hier, schaut mal. Glühbirnen, alles Mögliche. Mit Steuerung und Klick entladen wir. Hochlebe das Game Update 9. Gehen ja einmal durch. Wir müssen nicht mehr das Transportmenü, das Transfermenü ausräumen und fahren mit der Maid im Mond. Ne, wir bleiben mal hier vor Ort. Ein Schiff lassen wir hier. Ach komm, wir fahren mit der Maid im Mond. Wir lassen eins hier. Hier vorne hin. Können wir ein paar Baumaterialien hinterher schicken. Gehen hier hin. Im Chat wird vorgeschlagen, in die Savanne, sagt Mike, und dann zu Fuß mit einer mehrstündigen Wanderung mit WB in der Ego-Perspektive rüber nach Afrika. Mehrstündige Wanderung in der Nacht oder wann? Bullseye. Nochmal ein Schiff vollmachen mit Baumaterialien für drüben. Uns ist im Augenblick nichts Pillepalle. Der Name ist eigentlich irreführend. Einmal Handel treiben, Baumaterialien mitnehmen. Einmal rüber, bitte. Direkt nach Crown Falls und mit dem bitte auch. Schwarze Rose. Neue Befehle?
Eiskrone 2, das ist kein Name, tut mir leid. Eiskrone 2, das ist kein... Eiskrone 2. Namen, Namensvorschläge. Namensvorschläge, Leute, Namensvorschläge. Schöner Schiffsname. Heißt das Buch von, das Theaterstück von Samuel Beckett heißt doch Warten auf Afrika, oder? Oder heißt das anders? Ich glaube, das heißt Warten auf Afrik. Und ich meine, das geht. Afrika, bitte. Mal voll machen. Jetzt schauen wir mal, ob wir die Konsumgüter einfach mal einladen können, die man drüben braucht. Zum Beispiel Brillen. Wir bringen einmal dick Brillen rüber. Brillen in Crown Falls. Hochräder in Crown Falls notwendig und Taschenuhren. Admiral! Admiral! Ich gehe mal rüber. Eine Brille werfen wir ins Wasser. Was für eine Verschwendung. Jetzt geht's rüber. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Schiff steht bereit. Jetzt gehen wir mal schauen. Nächste Aktion. Oh Gott, das geht ja automatisch gleich weg. Wir hatten doch eingestellt, dass die automatisch immer angenommen werden. Das treibt mich in Wahnsinn. Jetzt gesegneter Regen. Weite, sonnenbeschiedene Ebenen. Wir sind zu den Savannen gedampft. Erstrecken sich vor ihnen langes, ausgeblichenes Gras, glitzert vom Regen der letzten Nacht. Und ein paar Bäume spenden Schatten vor der jetzt schon warmen, orangefarbenen Sonne. Boah, das kann ich mir richtig schön vorstellen. Verborgen im dichten, hohen Gras erwachen an diesem Morgen zahllose Kreaturen und kommunizieren vergnügt, während die Savanne sich mit Leben füllt. Sieht so aus wie im Chat, wenn ich so in den Chat reingucke. Ich glaube, ich benenne euch um. Zahllose Kreaturen, die vergnügt miteinander kommunizieren, die beschreiben unseren Chat. Etwa eine Meile entfernt liegt eine Talsenke mit einem vegetationsreichen Wasserloch, an dem sich viele fremdartige Tiere versammeln, bevor die Hitze des Tages sich über das Land legt. Monumentale Felsen ragen hoch über die Ebene hinaus. Sicherlich bieten sie königliche Aussichten. Wollen wir tatsächlich, ich, die Felsvorsprünge erklimmen, um die Savanne zum von oben zu betrachten? Ich sage ganz offen, Free Climbing war nicht mein erstes Wahlfach damals in der Grundschule. Ich war mehr der Kanalrobber. Oder wollen wir zum Wasserloch gehen? Da kann man ja nichts mit falsch machen. Wollen wir weit gucken? Weite Ausblicke können weite große Belohnungen ergeben. Man kann immer runterfallen und ouch. Wasser ist immer gut. Felsenklettern? The Tycoon ruft Felsenklettern. Wasser. Komm, Leute, einigt euch. Die eine Hälfte WB kletter hoch, die andere Hälfte WB geht zum Wasser. Ich warte nur mal, dass einer von euch oder eine von euch freundlicherweise mal schreibt, WB, kletter bitte nicht die Felsvorsprünge hoch. Wir machen uns Sorgen um dich. Du bist ein älterer Herr. Mach das nicht. Oder dass ihr euch, oder sind diejenigen bereit, die mich darauf schicken auf den Felsen, sich anschließend runden runterzustellen, ihre Ärmchen auszubreiten oder vielleicht sogar ein Stück Teppich, um mich aufzufangen. Wer fängt mich auf, wenn ich da runterplumse, Leute? Am Wasser können Krokodile sein, ein richtiger Hinweis von Schnurli. Wer traut sich, und vielleicht sind das sogar ganz gefährliche Krokodile, so durchsichtige magische Krokodile?
magische, transparente Krokodile. Wir fangen dich auf, Klärchen. Ja, fangt ihr mich wirklich auf? Ja, was denn jetzt? Loch oder Loch rauf oder runter? Ja, was denn, Leute? Captain Kieber. Captain Kieber. Also ich bin für rauf, weil da könnten ja Krokodile sein. Oh Gott, natürlich. Marcel? Ja, rauf klingt gut. Rauf klingt gut. Wir klettern hoch. Und wenn ich runterfalle, wer fängt mich, Kieber? Ich lasse dich vorher einmal auftippen, dann fange ich dich. Kein Kommentar. Wir klettern hoch. Der Aufstieg ist mühsam, der Aufstieg ist lang. Doch ihre besten Kletterer finden einen gangbaren Weg für die Mannschaft. Sie verwenden dicke Seile und Mehl, um die Seile rutschfest zu machen, schnell aus dem Lager herbeigeholt für besseren Halt. Endlich erreichen sie den höchsten Vorsprung, eine lange Platte aus ockerrotem Stein, die von unzähligen Regengüssen und Stürmen geglättet wurden. Unter ihnen erstreckt sich eine unendliche Wildnis, staubig, windgepeitscht. In der Ferne ziehen dicke Regenwolken vorüber und werfen dunkle Schatten. Eine goldene Stille liegt über dem Land, gestört nur durch das langsame Schreiten seltsamer, langhalsiger Tiere in der Ferne und dem monotonen Dauerplappern eines Screamers. Ein tiefes Grollen ertönt plötzlich hinter ihnen. Und als sie sich umdrehen, sehen sie sich Löwen gegenüber, die sich ihrer Mannschaft mit gefletschten Zähnen nähern. Wir sind in das Revier eines Rudels eingedrungen und ich hatte Angst vor Krokodilen. Ich dachte, ihr bin nicht geschützt vor Krokodilen. Kletter da oben hoch und was ist da? Löwen! Eine Löwenbande, die mich zerfleischen möchte. Weg Tycoon schreibt im Chat, cool. Was ist daran cool, wenn ich hier draufgehe, weil ich zerfleischt werde? Das ist nix von cool, wird Tycoon. Ein bisschen Mitgefühl, Leute. Ein bisschen Mitgefühl. Was machen wir jetzt? Wollen wir das Alpha-Männchen erschießen? Oh Gott, ich bin doch der Streamer hier, oder? Bin ich hier nicht selber ein Alpha-Männchen im Augenblick? Geht das? Ich glaube, Alpha-Männchen wollen immer andere Alpha-Männchen erschießen oder ihnen an den Kragen. Ich glaube, wir Alpha-Männchen hassen alles, was auch Alpha ist. Alpha bin ich. Ich bin nicht deshalb Alpha, weil ich der Größte, Schönste, Beste, Klügste, vielleicht der Eingebildeste bin, aber weil ich derjenige bin, der euch gerade gnadenlos zuplappert. Also Alpha-Männchen erschießen, da habe ich keine Problemchen mit. Alternative, die Bestien mit lauten Geräuschen und Gesten einschüchtern. Weg da, weg da. Hui, hui. Ich weiß nicht. Klappt das? War das gerade für euch furchteinflößend? Ich kann es euch groß machen. Ist das furchteinflößend? Weg da, weg da, weg da, weg da, weg da. Seid ihr eingeschüchtert? Oder seid ihr nur erschrocken? Ganz ehrlich, Hand aufs Herz, wer von euch hat sich gerade eingenässt? Oder wollen wir sie, lecker, mit Essen ablenken? Was machen wir? 15% mehr von irgendeiner Bestechungsgeld anbieten, Essen. Wir bieten den Löwen Essen ein. Wir bieten den Löwen Bestechungsgeld an. Hier, 1,15 Euro. Geht ihr dann weg, ihr Löwen? Erschießen? Kann man Löwen einschüchtern? Also wenn die sich uns nähern mit gefletschten Zähnen, dann werden die nicht abhauen, wenn man die versucht einzuschüchtern. Ich denke mir, die wollen auch, also abhauen kann man machen, dann rennen die hinterher, mit Essen ablenken. Das gibt es ja keine Basischance, die höher ist, aber scheint man irgendwie am klügsten zu sein. Auch wenn wir keine erhöhte Wahrscheinlichkeit haben, ich finde mit Essen ablenken eigentlich noch am besten. Klar, wenn wir das Alpha-Männchen treffen, werden Löwen nicht von Löwinnen, nee, von Löwen angeführt. Was meint ihr, Marcel, Captain Kieber, Chat? Was machen wir bloß? Also ich würde die mit Essen ablenken, weil erschießen, das ist so bestialisch, das können wir nicht machen. Und laute Geräusche, ich glaube, da lachen die dich eher aus. Können Löwen und Löwinnen lachen, Captain Kieber? Bestimmt, ich habe es noch nicht gesehen. Also allein dafür wäre es das wert. Wir haben ich wäre aber auch für Essen. Ja,
Ja, wir haben allerdings nur, wir können denen nur Sekt anbieten und Bier. Wenn die das schlabbern, sind die besoffen, dann schlafen die ein. Hast du kein Basilikum-Tofu mehr dabei? Nein, heute nicht. Wisst ihr was, wir bieten den Löwen Sekt an. Wir bieten den Löwen Sekt an und Bier. Davon haben wir genug da. Dann trinken die das, dann schlabbern die das auf, dann sind die besoffen, dann dösen die ein. Komm, wir machen das. Wir bieten den Sekt an. Sollen sie, obwohl, wenn wir das machen, dann haben wir auch weniger dabei für die Moral. Erfolgsaussichten unmöglich, scheint mir wenig zu sein, oder? Unmöglich? Ich habe den Eindruck, das ist nicht so unglaublich positiv, dieses Wort, oder? Gott, wir müssten denen alles geben. Das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Was machen wir denn dann? Ihr Bestechungsversuch ist fehlgeschlagen. Wir haben denen gar nichts angeboten. Da geplant war, bis zum Mittag zurück im Lager zu sein, hat die Besatzung nur wenig Proviant dabei. Lange nicht genug, um die hungrigen Löwen zufriedenzustellen. Vielleicht ist es nur Einbildung, doch ein tiefes Grollen. Ein Grollen bringt den Felsen zum Erzittern, als sich aus allen Richtungen weitere Biester bedrohlich nähern. Nach der Landung in die Ecke drängen. Der Frau befehlen zu schießen und hoffen, dass die Pistole funktioniert, einen Steinhagel auf sie werfen. Komm, wir drängen die in die Ecke. Sie befehlen den Seeläufenden, sich aufzustellen. Wenn die Biester springen, sollen sie sofort umzingelt sein. Nicht einen Augenblick zu früh, denn sogleich springt ein besonders beeindruckender Löwe zum Angriff. Sie machen sich schon bereit, ihn einzukreisen, als eine mächtige Faust den Löwen noch im Sprung an der Schläfe trifft, sodass er ein ganzes Stück zur Seite geschleudert wird und benommen liegen bleibt. Überrascht von der Stärke des mürrischen und mit Muskeln bepackten Boxers namens Ajax verlässt die Mannschaft schnell den Felsvorsprung, solange der Löwe betäubt am Boden liegt und seine Begleiter eingeschüchtert sind. An diesem Abend am Lagerfeuer wird aufgeregt die heldenhafte Geschichte des mächtigen Ajax erzählt. Trotzdem will das Gefühl nicht weichen, nur haarscharf mit dem Leben davongekommen zu sein. Das hat gerade mal geklappt, Leute. Gerade mal geschafft. Moral noch bei 47%. Sie haben die Prüfung der Savanne überlebt. Wohin soll es jetzt gehen? Noch! Mein Stimmchen überschlägt sich. Soll man noch ein Stück weiterreisen? Soll man jetzt endlich zum Horn von Enbeza vordringen? Oder soll man mit der geringen Moral weiter die Gegend erkunden, nach Sile Amidos fahren und gucken, was da ist? Sollen wir weiterfahren? Sollen wir gucken, was es da an Abenteuern gibt? Oder soll man sagen, das reicht uns? Wir haben die Nase gestrichen, gefoll. Wir sind verschrammt, wir sind verkratzt, wir sind demoralisiert. Uns gehen Sekt und Bier alle. Wohin fahren wir jetzt? Wohin geht's weiter?